zurück, Servus Gasse. Grüß dich. Ah, ich bin gerade am Käse machen. Oh shit, das war Käse. Wieso produziert der Idiot eigentlich? Das verstehe ich nicht. Eisenzahnräder, obwohl ich gerade Eisenzahnräder. Ich habe nicht abgeholt, der wird zurückgelegt. Okay. Ich weiß nicht, was du da baust. So. Nein, ich hab's. Ich baue schnelle Förderbänder. Okay. Automatisch. Oder wie? Na, mit der Hand. Achso. Ich baue schnelle Förderbänder, damit ich da die Steine runterkriege. Dadurch, dass das so ein langer Weg ist, möchte ich den mit den schnellen. Gut. Bewerkstelligen. Boah, was hast du mit dem Eisenerz vor? Ja, ich baue die eine Spur gerade weg. Ich wollte es aber verarbeiten lassen eigentlich, aber das dauert zu lang. Deswegen baue ich es jetzt so weg. Ist so eine Kiste, das irgendwie einsammeln oder so? Na, ist eigentlich wurscht. Ich hau das dann direkt in die Hochöfen rein. Alles klar. Dass ich mein Inventar frei halt. Ich habe eh noch lauter langsame Förderbänder. Also ja, ich habe auch noch. Das ist brutal. So, ui, okay. Das sind sehr viel Kupfer gerade. Okay. Ich überlege nur kurz, wo ich am so am sinnvollen hochgehe. So. Darüber. Ah. Den machen wir mal voll und den voll und dann. Na, da runter und drüber. Darauf, dahin, daher. Darüber. ist gar nicht so leicht. Schön. So. Man möchte das doch ein bisschen anspruchsvoll haben. Mist. Aber lassen wir es eigentlich. So, da ist noch voll. Greifen dich oben an, die Jungs. Ja, dann hartnäckig. Ja, eigentlich. Eigentlich hat es da bis jetzt keine Probleme gegeben. Null. Ja, okay. Eine Betonmauer ist jetzt mal. Aber die war eh schon defekt. Die habe ich da weggesteckt. So. Gut. Oh, ups. Okay. Nein. Ist nicht schön, wie was, aber. Ja, ist ja wurscht. Nicht schwer auf Seiten. Ja. So, Batterien. Machen Batterien, dass wir endlich die blauen Fläschchen machen können. Ja, ich schaue jetzt, dass ich die Stahlproduktion hier ans Laufen kriege, weil das ist. Ich würde gerne die Betonplatten nochmal alle verlegen, die nerven. Mich ja, das nervt, das stimmt. Aber da haben wir noch nicht so viele. Nein, ist nicht so berauschend. Ah, doch, wenn man echt viele braucht dafür. Das. Warum habe ich? Warte mal. Oh, ich habe irgendwie hier 216 im Inventar. Natürlich auch gut. Ja, ich weiß ja, warum nichts weitergeht. Die normale Forschung ist überhaupt kein Aufwand mehr, finde ich so. Normale Forschung geht schon echt gut voran. Da oben ist auch noch Kohle. Sehr gut. Perfekt. Läuft der. Mensch. Rückwärts und bergab, aber es läuft. So. Was machst du oben? Ja, die Eisenplattengedönsproduktion. Ja, das wirst du jetzt gleich mal sehen, was das für ein Koloss wird hier. Okay. Aber ist geil, wenn das alles automatisch dann läuft, das schaut echt, also das macht schon was her dann. Also die Kohle auch, kann ich da wegen der Kohleleitung legen oder wie? Ja, ich bräuchte da Kohle dann, aber ich würde fast von links drüben die Kohle ziehen. Das ist näher. Ja, das mache ich sowieso. Stimmt. Weil es macht überhaupt keinen Sinn, das nicht zu machen. Und dann. So. TNT können wir erforschen. Oder die Lasertürme. Warte mal. Was brauchen wir denn? Sinnvoll wäre irgendwas für die Produktion. Achso, brauchen wir ja. Mach mal erweiterte Rohöl. Ach, scheiße, da brauchen wir auch schon die blauen. Mist. Mist, Mist. Ja, dann machen wir die Geschichten einfach nur durch. Ja, dann mach durch. Eigentlich es geht ja eh relativ schnell dann. Siehst du, du brauchst eine Leitung, dass die, also wenn ich die da hersetze, dann passt das, ne? Ich würde jetzt eine Kohleleitung, warte mal, hier oben, einmal über das Ding einfach nur stumpf drüber. Dahin laufen lassen. Ja. Gleich angeschlossen. Ja, genau. Also gleich eine drüber. Dann.
Eigentlich voll Verschwendung, oder? Mit den Schnellen, oder nicht? Ist wurscht. Na, braucht man irgendwann. Gerade beim Eisen ist es ja, doch relativ Eisen sinnvoll. Eisen der wichtigste Rohstoff. Ja, absolut. Eisen und Kupfer. Wobei Kupfer irgendwie verschwindend gering wenig gebraucht wird teilweise. Oder auch die Produktion schneller gehen, weil du musst bei Kupfer hast du keine Weiterverarbeitung mehr. Also aus den Kupferdrähten machst du nichts mehr weiter. Aber ja, aus Eisen, Eisenplatten und dann Stahl und. Hallo? Geht das gar nicht? Das stimmt. Wir haben sehr viel Kohle eigentlich. Also unsere Kohlelager förmlich vom Explodieren. Das ist ja gut, ich die Problematik ist gerade Kohle bei den Kraftwerken muss immer da sein. Also wenn da irgendwas mal fehlt, dann wird es echt eng. So. Na. Okay. Ach Mist, jetzt habe ich natürlich Käse gemacht hier. Shit. Aber gut, wenn die Kohle da mal rüberkommt, von oben, weil die staut sich schon in meine Kisten schon ewig. Ja, da kannst du einen Teil dann direkt gleich in die Hochöfen reinhauen. So, das ist blöd hier. Mist. Ach, so geht's, okay. Okay, bei der nächsten Reihe müssen wir dann mal... einen freilassen für den Strom. Das ist echt immer... schwierig zu handeln. So, ja, die ziehen doch ganz schön Munition, sehe ich gerade. Hä? Okay. Ah, okay. Ich habe hier ganz gut. Ja, jetzt nicht mehr, aber wir haben hier eine Kiste mit Stahlträgern. Die stelle ich jetzt mal hier hin. Und lustig wie ich bin, reiße ich die alte Kohleleitung weg. Weil ich die eigentlich überhaupt nicht brauche. Das war nur als Auffangbecken gedacht. Achso, ah ja, okay. Gut, das heißt, die Produktion hier läuft an. Sehr gut. Gut, dann brauchen wir da oben noch einen Teiler. Strom brauche ich mir da oben auf jeden Fall. So, ich habe jetzt leider noch keine schnellen Förderbänder. Ich baue jetzt mal mit normalen. So, das. Dann. Na komm. Okay, perfekt. So. Boah, schlecht. Hm? So viel Kohle. Ich hab eine Idee. Also wie gesagt, hier kannst du direkt reinschmeißen, gell? In die Öfen. Ja, das und ich tue es. Oder oben eine Kiste mit einem Förderer. Ja. Das mache ich gleich. Genau. Dass das irgendwie verbraucht wird, das ist ja irre. Wenn du das nie verbrauchst, ist es schon echt irre. Na komm jetzt. Ja! Ja, hat der Kleine da. Usio. Oh, okay. Das ist natürlich schon wichtig. Natürlich. Was ist dann wichtig? Naja. Für die Moral der Truppe. Dann hätte er gern nur eins. Ja, so gut, Eisenplatten haben wir schon mal. Ich brauche noch mehr. Ja, nicht genügend Material. Das wäre mir jetzt fast nicht aufgefallen. Ah, nein. Alter, wie viel baust du denn, oder? Tja.
Das ist eben das Gas. Also ich habe auch gedacht, oh ja, mei, geht schon. Und irgendwann hatte ich drei Reihen, so wie hier jetzt, dreimal das Ganze. Nur für Stahlproduktion. Nur Weil, für Stahl. ja, nur für Stahl. Das ist völlig krank eigentlich. Aber ja. So, da brauchen wir nochmal ein paar. Und dann nochmal ein paar. Aber wie gesagt, wenn das mal läuft, dann läuft's. Boah, die greifen aber schon echt. Oh. Ganz schön oft und viel an. Nervig. Total eigenartig. Ja, mal schauen, vielleicht müssen wir dann die Dinge sogar wieder hochfahren, die Produktion von Munition, aber eigentlich haben wir noch. Macht Sinn, Panzerbrechende zu machen. Ja, macht dann. Wobei jetzt sind es noch die Weichtiere, das geht noch. Aber da kommen andere. Jo. Ja gut, wir werden jetzt eh dann, denke ich mal, auf irgendwann auf die Laserturm-Geschichte gehen. Dass wir die dann mal erforschen. Und dann braucht man nämlich diese ganze Munition Gedöns dann nicht mehr. Ach so. Das ist Mit was schießt man Laser? Linsen? Strom. Strom. Ach so. Quasi, also du musst Strom legen, um. Diese Platten, diese Betonplatten, das ist nichts. Und so da glaubst du, hast ein paar und so schnell weg. So, gut. Dann haben wir das. Und eigentlich war das Käse, was ich hier gebaut habe, oder? Eigentlich könnte man. Ja. Ah, okay, ja, könnte man anders bauen. Sollte eigentlich gehen. Ah. Oder? Scheiße, jetzt Okay, wieso stehe ich gerade. greifen manche gar nicht? Die haben. Jetzt stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Jetzt muss ich schnell was ausprobieren, ob das funktioniert. Ja, das müsste eigentlich funktionieren. Hey, einen Zugcamper bauen. Habe ich bis jetzt noch nie gebaut. Ja. Weiß ich nicht, ob man das wirklich braucht. Also Was wenn man. machst du da jetzt? Ja, ich baue das gerade nochmal um. Ich brauche ja eh Stahl. Das heißt, ich kann sie auch direkt befeuern. Da muss ich nicht Da kommt noch. der viel zu ein Geisenerz. Jo. Also da müssen wir dann auch noch ausbauen. Und so geht's dann von einer Geschichte zur Bist du nächsten. sicher, dass du weißt, was du machst? Ja, bin ich mir. Okay. In dem Fall mal ausnahmsweise ja. Ansonsten Okay. baue ich es halt nochmal um. Ja, wurscht. Du kennst die gerade nicht mehr aus, gell? Nein, Wie ich es feststehe. ich finde es einfach extrem viel. Ja. Aber keine Angst. Wie gesagt, Normal. gerade Stahlträger, du wartest ständig dann auf Stahlträger später. Das ist so nervig. Ich versuche in der Zwischenzeit, dass mir ein bisschen beschäftigt, da die Betonplattenproduktion ein bisschen hochzuschrauben. Rohstoff haben wir genug, da werden wir eher am Platz unten. Weil das nervt. Das ist richtig. So, das mal hier noch runterlegen. So. Jetzt sollte da Aber da mehr unten Chemiefabrik, Eisenerz. Labore, irgendwo, was wir schon alles bauen können. Bordei. Theoretisch. Praktisch macht man es Theoretische. nicht. Weil Ja, wir einfach aber. so viel erforscht haben, was wir gar nicht mehr wissen, wovor, was wir gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Kleine Pumpe. Was habe ich denn da eigentlich gebaut? Nix. Ah ja, da steht eine Fabrik, Das die kann ja auch ganz nichts gut nichts baut. bauen. Das Hä, das ist grandios, hä? Was habe ich denn da? Hä?
Ja, ich könnte eigentlich mal schnelle Förderbänder bauen. Ist eigentlich wurscht. Dann machen wir nämlich. Ja, genau. Boah. Konstruktionsroboter, Logistikroboter, 200 grüne und 200 rote Fläschchen. Fluggerobotergestell. Oh ja, jetzt wird's interessant. Ist er benutzt? Ja, sehr geil. Ist richtig cool. Gerade mit den intelligenten Kisten und allem. Ja, richtig cool. Ist das kompliziert? Nee, eigentlich nicht. Also es ist halt, ja, da müssen wir unser ganzes Stromnetz und alles voll ausbauen. Das ist also erstmal logistisch eine relativ große Aufgabe, das alles umzusetzen. Aber wenn es dann mal läuft, ist es richtig cool. Weil du kannst ja Okay. dann Reparaturroboter auch noch bauen und. Also dann geht's richtig rund. So, ich war hier oben. Ja, der Part wäre zu Ah Ende. ja, dann bis Passt, zum sehen wir uns nächsten beim Mal. nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.